Hallo und herzlich willkommen im Schwarzwaldstadion in Freiburg zum Matchday 20. SC Freiburg, 1. FC Köln. Ja, heute 17.30 Uhr ist es soweit. Und ich hoffe, Jonas Hector kann tatsächlich spielen. Wissen wir noch nicht genau. Ich weiß nicht mal, ob ich das Ding bis dahin hochgeladen kriege. Aber so wie gestern alle für uns gespielt haben, heißt 3 Punkte holen und 3. Platz sein. Wäre natürlich Bombe, aber Freiburg ist heimstark. Haben wir auch schon, letztes Jahr haben wir in Freiburg 1-0 verloren, so viel ich noch im Kopf habe. Und Christian Streich und die Mannschaft machen da echt auch eine Top-Arbeit. Also von daher würde ich sagen, wird enge Kiste werden, aber eine mögliche Kiste. Wollen wir mal gucken, dass es funktioniert. Und lassen wir das 2-0 im Pokal beim HSV mal vergessen. War jetzt nicht unser Tag, unser Spiel. Allerdings hat Hamburg gestern auch Leipzig ganz schön zu Hause abgezogen mit 3-0. Also, naja, mal sehen, ob die sich tatsächlich wieder vom Abstieg retten. Gucken wir mal. Aber jetzt heißt es erstmal FC im Schwarzwaldstadion. Auf geht's, Leute. Gleich hier. Modest typisch, sofort abnehmen und sofort ausprobieren, ob irgendwas geht. Wetter cool, scheint gut zu sein. Setzen. Ah, war ein bisschen dämlich natürlich. Ah, das auch hier. Klar, den kriege ich nicht mehr reingezogen. Nee. Man da gar nicht auf. Ah. Oh. Oh. Komm. Ah, was war das? Jo, sorry. Das war meiner. Also gar nichts. Geht's, Freiburg schießt das Tor. Nein, das ist falsch hier. Falsches Lied. Hast du, holst du. Holst du dir? Komm. Nee. Nein, da brauchen wir jetzt. Da können wir eine Warnung geben. Hä? Jetzt habe ich aber voll gepennt. Ich glaube es ja wohl nicht, aber eiskalt. Der hat Niederlechner, oder? Abwehrtechnisch. Oh, Backe. Gut, Zeit genug. Um das zu ändern.
Okay. Relativ schnell geantwortet. Haben wir mal so 19 Meter aus dem Bauch raus gemessen. Volle Kanne. Richtig getroffen. 16. Saisontor wär's für Anthony Modest. Können wir mal an Aubameyang etwas näher ran. Und auch ein bisschen an Lewandowski vorbei. Egal, Hauptsache 3 Punkte. Wer die Tore schießt, soll uns jetzt mal ganz egal sein. Auf jeden Fall schneller Ausgleich ist gut. Und wenn wir jetzt da hinten dann noch ein bisschen besser spielen würden und ein bisschen mehr. Oh Mann, decken würden, müssten wir nicht den Torwart zur Verzweiflung treiben. Mann, ich habe aber null Abwehr im Moment. Und kontermäßig? Ja klar, auch daneben. Mal Seite wechseln. Oh, Backe. Nächstes Mal ein bisschen besser. Oh, noch besser. Nee. Ja. Da ist nass der Platz wie Sau. Und ich dachte noch gutes Wetter. Ich habe irgendwie ja. Puh, jetzt noch ein Eigentor, jawohl. Wär's ja noch. So, Ruhe reinbringen. Genau. Konstantin Rausch bringt ein bisschen Ruhe rein. Osako auch nicht ganz so schnell, bitte. Und jetzt können wir drüber reden. Schöner Angriff, allerdings wollte ich den Pass eigentlich auf Modest spielen. Oh. Shit. Ja, wollte ich und hätte ich, ne? Hätte Fahrradkette. Nee. Sag mal. Hey, die Freiburger machen mich hier hinten fertig. Oh, das war jetzt auch nicht der Pass, den ich wollte. Ich muss mal ein bisschen besser aufbauen hier. Ist aber, glaube ich, auf diesem miesen Platz nicht so besonders gut möglich. Ah! Der Ball stoppt ja, wo er will. Im Moment. Also nicht unbedingt da, wo er soll. Ja, ja, mit hohen Bällen. Nee, machen wir selber. Aber ein Versuch was wert. Und jetzt! Nein! Rücklage. Aber ist ja nicht ganz so schlecht. Fünf Minuten noch in der ersten Halbzeit. Jetzt vor der Pause noch in Führung gehen, wäre natürlich nicht schlecht. Uff. Ah, Mist! Schöner Schuss, aber natürlich auch, na gut, ich glaube, der wäre eh drüber, aber macht ja nichts. Nein. Ich weiß, dass ich... mein Fehler.
Wusste ich davor schon, dass ich irgendwie blöd erwischt habe. Nee! Ach komm, Clemens, den hättest du aber auch nochmal. Den holst du dir wenigstens wieder, oder? Nee. Komm, dann gehen wir mit dem Unentschieden in die Pause. Nicht die schlechteste aller Möglichkeiten. Na, das ist ein Gelb. Na komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Ah. 3 Minuten Overtime. Oh, sind schon vorbei. Habe ich nicht aufgepasst. Ja. Relativ schnell 1-0 in Rückstand geraten. Aber dann doch auch eine schnelle Antwort. Und das heißt 1-1. Halbzeit. Bei Regenbedingungen. Und ohne langes Hin und Her, Fortsetzung folgt. Vorschlagen, wir machen in der ersten Halbzeit, der zweiten Halbzeit nicht weiter mit der, wie in der ersten in der Abwehr. Komm! Na komm! Ah! Ey, na toll, was war denn das? Tor ist doch leer. Oh, Mann! Ja, hörte man, ne? Der hätte Fahrradkette wieder mal. Ah. Da macht Freiburg mal Befreiungsschlag. Kann ich verstehen. Lauf! Ah, der ist zu steil, oder? Und der ist zu blöd. Nee, das gibt Abseits, wenn ich den dahin spiele. Ha! Modest-like. Gar nicht lange rumpf. Und sofort abziehen. Das war ein blöder Eckball. Nein, nein, ah! Was? Freistoß? Jawohl. Hätte ich aber jetzt auch gesagt. Ja, brauchst nicht. Oh, den habe ich aber jetzt schon versendet, oder? Konstantin Rausch. Schade. Etwas hoch angesetzt. Wollte ich ansetzen zum wir stehen in der Abwehr etwas besser, dann das. Ja gut, so richtig nahe kommen sie uns jetzt gerade nicht, aber da hätte jetzt noch nichts zu sagen, ne? Na komm. Oh, was ist das? Hast du. Das war ein blöder Pass. Danke. Und das war absoluter Dusel. Mann, Mann, Mann. Komm.
Oh mein Gott. Oh, abseits? Oh, ich bin auch doof. Ja, eindeutig abseits. Nee, das war nichts. Das war im Ansatz zu sehen, dass es nichts wird. Elfer, aber mal definitiv. Boah, ich bin kein guter Elfmeterschütze, um das mal ganz klar zu sagen. Ich, also nicht meine Spieler, sondern ich. Oh mein Gott. Aber Anthony Modest ist gut. Fahne stehen 2:1 und wir sind nah, ganz nah an Tabellenplatz 3. Junge, der Wetter in der Pfütze stehen bleiben können bei dem Tempo, den ich geschossen habe. Naja, in die Mitte ist ja nicht schlecht. So, Freunde. Damit wären wir Dritter. Wären wir Dritter? Sind wir Tabellendritter? Das heißt, das heißt aber auch, wir müssen hier in der Abwehr ein bisschen aufpassen. Ich krieg ihn, oder? Nein, ich krieg ihn nicht. Aber den kriege ich. Komm. Wer hat denn gesagt, dass ich den da hinspielen will? Es war klar. Ja, hätte ich damit zu rechnen, ne? Definitiv mit zu rechnen. Aber hiermit auch. Ach, du mit deinem Abseits. Ja. Nichtsdestotrotz nehmen wir... wollte ich nicht. Ich wollte austauschen. Nehmen wir ein bisschen Zeit von der Uhr. Und lassen Kollege Clemens ein bisschen... ausruhen und Jonas aufgrund seiner Verletzung schicken wir Subotic in sein erstes Spiel. Ja, Freiburg pfeift, aber wir brauchen ein bisschen Zeit und neben Subotic nehmen wir rein. Das passt dann schon mal. Und Jovic kommt ins Spiel. Und dann haben wir doch hier noch ein bisschen Zeit von der Uhr geholt. Ah! Lass dir doch den Ball nicht wegnehmen. Gewartet. Was? Nee. Ich weiß. Ich hätte mal gucken müssen. Okay, brauchst du nicht an. Osako hat noch geholfen. Oh, gibt eine gelbe. Na gut. Kann vorkommen.
Und Konter. Und jetzt heißt es zap, 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 zap. Na? Ah, wieso spiele ich den anderen mal raus? Au! Naja. Wenn ich den nochmal rausspiele, ist die Chance weg. Spielzeit gibt in dem Schuppen. Ich hab Zeit. Ich führe. Eckball. Erste Zeit, nicht meine. Was? 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 4 Minuten. Ganz schön heftig. Und das wäre Top-Ergebnis für heute, 20. Spieltag, wenn der FC die 3 Punkte aus dem Schwarzwaldstadion entführen kann. Ich konnte mit 2:1 gewinnen. Zweimal Anthony Modest. Also, come on FC. Und für euch bis die Tage und tschüss zusammen.